So, da bin ich gleich wieder. So. Du. Fehlen nicht schon wieder Kisten, oder? Boah, Kisten. So. Blau, rechts. Blau, rechts. Rot. Muss schnell fertig sein. Rot. Links, rot, links. Du nimmst bitte dreckiges Eisen. Nee, Kupfer war. Kupfer war zuerst. Kupfer. Ist eigentlich vollkommen egal, aber ja. Ich wollte zuerst nur das eine kappen. Ich habe am Ende aber dann doch beides gekappt. So, so, so. Und ihr braucht die da. Wie viel produktiver bist du denn jetzt? 60%. Also pro einem Erz kommen 1,6 raus. Ist jetzt nicht so super dolle. Aber ist ein Anfang. Gießt auch noch nicht ganz so schnell. Ja, da müssen wir echt gucken. Warum kommt hier nichts? Achso. 300. 300, so. Das sollte das Ganze etwas beschleunigen. Speed-Module, sehr schön. Ich brauche jetzt aber wirklich die MK3er, damit wir noch mehr Slots haben. Und dann sollte ich mich erstmal wieder dran machen, die Produktivitätsmodule wiederherzustellen. Weil momentan produzieren wir halt nicht wirklich so viel besser als mit den Flüssigsachen. Ich weiß nicht, ob die beiden Jungs da hinterherkommen. Ja, gucken wir mal. Kommt alles angeflogen, kommt alles angeflogen, ist okay. Module. Wo sind die Module? Da sind die Module. Wir machen einfach das Ärmchen da weg. Blaue Chips. Ja. Also meine Hoffnung war ja, jetzt wo ich die Eisenplatten und die Kupferplatten oben nicht mehr gieße, dass wir mehr flüssiges Kupfer haben. Aber es kommt gar kein sauberes Kupfer mehr an, weil Sludge schon wieder voll ist? Oh. Denkfehler meinerseits, die Kisten könnten ja auch leer sein. So. Ich habe die Eisenkisten gerade weggepackt. Ja? Ich brauche eine große Kiste. Large. Eigentlich brauche ich Large Steel Chests sogar. Das kostet so viel Stahl. Mach erstmal Eisenkisten, damit Hauptsache irgendwas davon eingelagert wird. So, so, so. Ja, und jetzt kann auch Sludge wieder abgebaut werden. So. Deswegen war es letztes Mal schon gestaut. Ich hätte echt auf die Steine achten sollen. Aber na gut. Du da. So, so, so. So. Und jetzt müsste wieder mehr hergestellt werden. Ja, noch kommt es nicht so ganz hinterher. Was ist da los? Die sind ja schon wieder instant fast voll. Ja, lass uns gucken. Aber eigentlich müsste jetzt mehr Flüssigeisen und mehr Flüssigkupfer da sein als vorher, weil es halt nicht gegossen wird. Da. Und die lasse ich mal lieber da. Repair-Dinger. Ja. Nee. Es läuft nicht wirklich besser als vorher. Kommt viel zu wenig sauberes Kupfer hier an. Ah, jetzt wird's mehr. Okay. Hängt. Okay, mach die Tanks mal weg und mach da neue hin.
Das war nur eine temporäre Lösung. Aber, ja. 15 Sludge-Tanks. So, wirst du jetzt wenigstens abgepumpt? Ja, wie schaut es mit dem Rest aus? Ja. Wie schaut es hier aus? Ja. Wie schaut es mit den Tanks aus? Ja. Sind schon bei 10-15% Füllung. Hier unten geht es aber wenigstens einigermaßen schnell weg. Okay. Okay, 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 okay. Oh, wir brauchen langsam schnelle Rauslegärmchen, oder wie sehe ich das gerade? Psst, gib mir mal das ganze Kleinkram da. Hilf mal ein bisschen aus. Speedmodule. Der ganz hinten hat da auch keine. Da. So, und du bekommst jetzt das da und das da. Ich hoffe mal, das hält sich jetzt. Haben wir jetzt bitte wieder einen Überschuss? Ganz langsam kraxelst du hoch. Du nicht. Du hältst dich wacker bei. Mist. Du musst arbeiten. Du bist das Wichtige eigentlich. Blaue Chips. Wofür brauchen wir gerade noch Kupfer? Kosten wird es nicht. Für die grünen Chips, für die roten Chips, ja. Oh, da hinten wird es auch noch gegossen. Ich glaube, die da mache ich mal aus. Weil das hier brauchten wir alles gar nicht mehr, richtig? Es dreht sich alles schön bunt im Kreis. Ach Gott, gib mir das. Mach das weg. So. Ja, es dreht sich alles schön, es funkelt, es ist grün und blau, aber es macht nichts. Das ist jetzt wirklich eine Lavalampe. Wieder mal ein größerer Angriff. 200 Türme schießen. Okay. Wie war das mit Strom? 158 Türme schießen. Ja. Da kommen die Akkus bald nicht mehr hinterher. Also kommen sie jetzt schon nicht mehr. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt dafür sorgen, dass wir mehr Kupfer und so weiter haben. Das heißt... Was zur Hölle? Ich reiß das ganze Ding jetzt einfach ab. Spricht da irgendwas gegen? Also erstmal kappe ich die Kupferversorgung. Dann kappe ich die Eisenversorgung. Es werden keine grünen Chips mehr hergestellt. Dann mache ich daraus eine große Provider-Chest. Warte mal, nee, wir haben eine große daraus-Kiste. Es wird jetzt alles ins Lager gebracht. Sobald die leer sind, wandern sie zum nächsten Feld und machen so alles nach und nach leer. Ich würde aber eigentlich ganz gerne mit dem Abreißtool von den Robotern hier einmal rübergehen, alles wegmachen. Aber das wird nicht gehen, hier läuft zu viel Zeug rum. Gib her. Das hier ist... Ja, das da machen wir... Mach das mal weg. Das weg, das weg. Ihr sollt nicht mehr arbeiten. Aus dir machen wir so eine rosa Kiste. So, aufhören zu arbeiten, aufhören zu arbeiten. Ich fange jetzt einfach an abzureißen. Reiß, 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 reiß. Spieleinventar voll. Super. nein. Gott, du... Große Kiste. Kann ja gar nichts abreißen. Hier sind so viele Ressourcen, die einfach nur rumgelegen haben. Das ist... Du wahrscheinlich auch voll, ne? Ja, hör auf, hör auf, hör auf. Alle aufhören zu arbeiten. So, du wirst eine... Haben wir so. Da und da. Da und da. So wirst du leer gemacht. Du, achso, du bist schon leer. Gut. Können wir uns das auch sparen. Du machst das einfach. So, bist du auch schon leer? Nö.
Das bitte leer machen. Roboter haben jetzt alle was zu tun. 485 Roboter im Einsatz. Sauber, sauber. Ich komme mir gerade vor, wie ein Kind zu Weihnachten das Geschenkpapier auseinanderreißt. Nur reiße ich kein Geschenkpapier auseinander, sondern sowas hier. Also ich würde am liebsten hier einmal so lange ratschen. Alles weg, 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 weg. Und ich glaube, das spricht... Ah, doch, hier könnte noch was wichtig sein in die Richtung. Das hier kann weg. Das ist die Anlage für Getränke. Aber da habe ich auch wieder keinen Platz mehr für. Wir werden weiter angegriffen. Ich wollte mich eigentlich um die ganzen Kampfsachen kümmern. Ja, bring das mal bitte alle ins Lager. Das auch. So. Alles ins Lager. Gut. Ich mach's jetzt einfach. Mach mal das da weg. Und dann gucke ich, was passiert. In ein paar Folgen. Roboter haben auf jeden Fall zu tun. So, es wird ein bisschen was zerstört. Construction Bots haben alle zu tun. Mauern. Ja, Mauern. Gib mir mehr Mauern. Setz mehr Mauern. Guck, ob die Mauern da hinten... Was bist du? Du bist die Königin. Piu. Ich brauche sofort eine Fabrik. Eine Fabrik für Königin-Umsetzung für Science Packs. Aber gut, damit müssten wir jetzt offiziell in der letzten Smog-Stufe sein. Das heißt, jetzt könnte es garstig werden. Aber als Gegenzug kriegen wir dafür halt immer wieder Science Packs. Vor die Tür geliefert quasi. Was brauchen wir für die nächste Stufe? Ah, da brauchen wir schon ein krasseres Zeug. Gut. Ich hätte gerne noch bessere Fabriken. Nee. Ich hätte gerne noch schnelleres Bietenblume. So. Du wirst jetzt ersetzt durch Dreier Furnace, was auch immer. Da, damit noch mehr Produktivitätsmodule reinpassen. Und ich muss mich demnächst auseinandersetzen mit mehr Generatoren, weil ihr seht das. Die Akkus reißen es einfach nicht. Keine Batterien. Batterien war auch noch ein Problem, muss ich mich auch noch drum kümmern. Also Multiplayer klingt doch nach und nach verlockend, gerade jetzt bei Dytech. Ich denke, wenn man das zu zweit oder dritt macht, wenn das zu dritt überhaupt geht, kann man sich die Aufgaben wesentlich besser aufteilen. So, wo sind die Dinger? Da. Flop, flop. Genau, noch ein Slot mehr. So. Ja, wirklich, so super viel kommt da gerade nicht raus. Aber es sind halt auch nur Zweier- und Vierer-Module drin. Und hier nur Zweier. Ja. Genau, Stromversorgung, die müssen alle wieder aufgeladen werden. Oh, das schaffen die. Hehe, das schaffen die Generatoren gar nicht mehr. Gut, also ich denke, es wird Zeit für ein neues Generatorensystem, das ich dann hier oben aufbauen werde, sobald das da alles weg ist. Und zwar ganz frisch, ganz groß, ganz neu. Ja, die armen Roboter. Du bist immer noch nicht leer. Okay, ich glaube, ich habe Skynet überlastet. Der eine Robobot. Ja, warte, ihr kriegt mal wegen Krisensituation. Hatte ich noch einen Robobot da? Kriegt ihr hier noch einen Robobot zum Aufladen? Wie, 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 wie. Oh
Und ich guck mal zu denen. Oh, sehr schön. 11 Stück. Genial. Okay. Runter, 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 runter. Wer kriegt jetzt die besten Produktivitätsmodule als nächstes? Ich guck erstmal ganz kurz. So, hier raus, hier raus, hier rein. Das sieht schon wesentlich besser aus. Wie produktiv bist du jetzt? 160%. Das heißt, wir tun ein Erz rein, wir kriegen 2,6 raus. Richtig? Ich denke schon. Du raus, du rein. Hier genauso. Wie schaut es allgemein aus mit Eisen- und Kupferplatten? Hält sich. Ist okay. Fürs Erste. Da müssen wir nichts ersetzen. So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Rote Chips. Wir haben inzwischen genug rote Chips, wir haben nicht genug grüne Chips. Das ist... Was? Oh, weil nicht genug Draht hergestellt wird. Okay, raus, raus, rein,